Ich habe jetzt die besondere Freude, euch den Martin Hase vorzustellen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich eher als Maha kennen. Er ist lange Jahre im CCC aktiv und er ist Sprachwissenschaftler, genauer gesagt Professor für romanische Sprachen an der Uni Bamberg. Und er wird heute sprechen über politischen Verrat und seine Rechtfertigung. Der Titel ist Ich sehe nicht, dass wir nicht zustimmen werden. Dann gebe ich über an den Maha. Viel Spaß. Ja, danke. Also ich bin ja nur deshalb Professor geworden, weil ich das mein ganzes Leben lang spät aufstehen wollte. Und jetzt bin ich leider heute auf nachtschlafende Zeit terminiert worden. Da kann ich nichts dazu und ich bin auch nicht so richtig wach. Ich hoffe, dass das kommt. Ja, ich sehe nicht, dass es mir nicht zustimmen werden, die Sprache des politischen Verrats und seiner Rechtfertigung. Mir ist, wie euch sicher auch, aufgefallen, dass sich 2010 eine ganze Menge getan hat. Die FDP ist mal für Bürgerrechte, dann wieder ist es nicht so wichtig. Die CDU sagt, wir machen verlässliche Politik beim Bahnhofsausbau, aber beim Ausstieg aus dem Atomausstieg machen wir das mal anders. Die SPD wollte mal wieder Netzpartei werden und hat sich dann für mehr Zeitungslektüre in den Schulen eingesetzt. Ja, und angesichts dieser Dinge habe ich mir gedacht, ich untersuche mal, wie sich Leute, die halt plötzlich gegen ihre eigene Meinung sind, sich politisch rechtfertigen und versuche das auch mal sprachlich aufzuarbeiten. Und dann geschah es, dass nach meiner Einreichung plötzlich alle möglichen Dinge passiert sind, die ich dann hier ausgewertet habe. Also das ganze Material stammt aus der Zeit nach meiner Vortragseinreichung. Und auch die Schriftfassung, die gedruckt in den Proceedings steht, ist nicht mehr so ganz aktuell, weil wir ja wissen, dass sich da auch noch mal einiges getan hat. Ja, warum ist es so interessant, sich mit Verrat zu beschäftigen aus sprachlicher Sicht? Das hängt damit zusammen, dass jemand, der einen Verrat begeht, natürlich dann sich anschließend irgendwie schämen muss, sein Gesicht verliert, wie man sagt, und versucht, das wieder hinzubekommen. Und das tut er meistens sprachlich. Und er ist in einer Zwangslage. Und dann passiert es oft, dass er mehr Wahrheiten von sich gibt, als ihm eigentlich vielleicht recht ist oder bewusst ist. Und das macht die Sache eben so interessant. Wir beginnen, um das gleich an einem Beispiel klarzumachen, beim sogenannten Jugendmedienschutzstaatsvertrag, JMSDV. Ich brauche hier nicht mehr darzulegen, warum das ein Problem ist. Das hat Alvar Freude schon getan am Montag. Er hat auch das ganze Vertragswerk analysiert. Ich finde das auch gut, dass man sich Texte genau anschaut. Bei diesem Punkt reicht es aber schon, ausnahmsweise nur den Titel anzuschauen. Da sieht man schon, das ist Murks. Denn denn wie man es dreht und wendet, Jugendmedienschutz ist nicht Jugendschutz. Also entweder man analysiert Jugendmedien zusammen und dann Schutz, dann werden die Jugendmedien geschützt, darum geht es nicht. Oder man analysiert Jugend- und Medienschutz, dann, was wird dann? Also dann wird vielleicht, werden die Medien auch geschützt, aber irgendwie vor der Jugend oder so. Das kann es auch nicht sein. Also wir sehen schon da, es ist Murks und ich gehe jetzt nicht ein auf Sendezeiten und sogenannter freiwilliger Alterskennzeichnung und so. Da sind sich auch alle einig, auch die Grünen waren sich schnell einig. Es gibt auch einen Beschluss des Parteivorstands, dass man sowas nicht will. Ja, und dann las man folgende Verlautbarung bei Twitter. Wir sind weiterhin gegen den JMSDV. Die Fraktion hat sich aufgrund parlamentarischer Zwänge anders entschlossen. Und man merkt schon, irgendwie klingt das wie eine dumme Ausrede. Die Leser von neusprech.org wissen auch schon, warum das eine dumme Ausrede ist. Für die, die es noch nicht gelesen haben, erkläre ich es schnell mal. Das Problem sind die parlamentarischen Zwänge. Da hat es der Schreiber zu gut gemeint. Er wollte halt sagen, ah, wirklich wichtig, plural, Zwänge. Aber, womit er nicht gerechnet hat,
ist die besondere Eigenschaft von Ableitungen von Verben und Adjektiven, die man nicht so ohne weiteres pluralisieren kann. Das heißt, die kann man in den Plural setzen, aber dann ändern sie ihre Bedeutung. Also zwingen ist eine Tätigkeit und davon kann man Zwang ableiten, heißt linguistisch deverbale Nominalableitung. Ähnliche Beispiele sind Gang, Sicht, Glaube. Sicht im Plural, Sichten klingt komisch, Glaube im Plural geht irgendwie gar nicht. Wenn man Gang in den Plural setzt, dann kommen dabei Gänge raus. Da denkt man an Autos oder an Getriebe oder an Korridore. Oder ein Adjektiv, das funktioniert genauso, Aufmerksamkeit. Ja, ihr könnt mir Aufmerksamkeit schenken, ihr könnt mir aber auch Aufmerksamkeiten schenken und das sind dann kleine Geschenke. Ja. Also ihr merkt, es ändert sich. Und genauso ist es bei Zwang eben auch. Ja, man kann etwas unter Zwang tun, dann wird man gezwungen. Aber unter Zwängen kann man es nicht tun, denn Zwänge sind sowas wie Konventionen, so gesellschaftliche Zwänge, dass man sich schön anzieht, wenn man irgendwie auf einen Ball geht oder eben im Nerdshirt hier auf der Bühne. Das sind so Zwänge. Ja, das kommt vor. Ich habe gehört, in einem nicht weiter zu nennenden Club, des Chaos, Erferkreis des Chaos Computer Clubs hieß es, ach, den wollen wir nicht, der zieht immer Poloshirts an. Also gibt solche Zwänge. Was sind dann parlamentarische Zwänge? Naja, dass man im Parlament sich anständig benimmt, Zwischenrufe auf ein Minimum reduziert und so. Und alles solche Konventionen, gegen die vor allen Dingen die Grünen einmal angetreten sind, besonders vielleicht was die Kleidung angeht, 1985, Joschka Fischer in Turnschuhen, der hat sich zwanglos gekleidet und somit ist gegen Zwänge angetreten. Ja, und deshalb Zwänge passt hier nicht und klingt wie eine Ausrede. Aber Matti Bolte, der netzpolitische Sprecher der Grünen, hat es auch etwas näher erklärt. Vielleicht wird uns da klar, was er meint. Also es wird auch nicht wirklich klar. Rüttgers hat den Vertrag unterschrieben, wir werden ihn jetzt beraten und nehmen die Beratungen als Auftakt für seine Reform in 3 Jahren. Aber, das Aber ist schon seltsam, denn da wird irgendwie impliziert, dass es tatsächlich einen Gegensatz gibt. Also Rüttgers können wir ja jetzt nicht, das ist ja also ein lieber Politiker. Ich sehe nicht, dass wir nicht zustimmen werden, da ist der Satz. Schon formal juristische Gründe sprechen gegen eine Ablehnung. Es muss Vertrauen beim vom Land geschlossenen Verträgen geben. Ja, Vertrauen, ne, Politik des Vertrauens, ja, Vertrauen in die Politik, da kann man nicht einfach umschwenken. Und formal juristische Gründe, das ist eine Nebelkerze, was soll das sein? Ja, und vor allen Dingen der Satz, ich sehe nicht, dass wir nicht zustimmen werden. Was ist das? Ja, ist eine doppelte Verneinung. Ich hätte auch sagen können, ich sehe, dass wir zustimmen werden. Das wäre aber irgendwie sehr deutlich geklungen. Wir werden zustimmen. Nein, ich sehe nicht, dass wir nicht zustimmen werden. Klingt schon irgendwie besser. Doppelte Verneinung nennt man indirektes Sprechen oder indirekter Sprechakt und genau das liegt hier vor. Und da sind wir in einem Bereich der Linguistik, der sich Pragmatik nennt. Da sage ich jetzt ein bisschen was dazu. Also es wird jetzt kurz theoretisch, aber nur wenige Minuten. Im letzten Jahr habe ich was über Rhetorik erzählt, diesmal also Pragmatik. Gibt es ein schönes Buch von Brown und Levinson über Sprache und Gesichtsverlust. Pragmatik ist also das Handeln. Man handelt mit Sprache und man versucht, oder Sprache kann man einsetzen, das ist ihre These, um sein Gesicht zu wahren oder einen Gesichtsverlust zu vermeiden. Sie sprechen von sogenannten Face-Threatening Acts, FTAs, die man abwehren kann durch Sprache. Und genau das passiert natürlich hier beim Verrat. Die Mittel der Gesichtswahrung werden dann auch aufgezählt. Indirektes Sprechen, das haben wir schon gesehen. Uneigentliches Sprechen, erkläre ich gleich. Sogenannte verminderte Regresspflicht, da gibt es auch sprachliche Mittel, die das ermöglichen. Höflichkeit. Sogar Unhöflichkeit, das werden wir gleich auch noch sehen. Wenn man besonders verzweifelt ist, dann wird man unhöflich. Und Scheinargumente. Also, indirektes Sprechen, doppelte Verneinung, kennen wir schon. Dann Antiphrasen, Euphemismus, dass man halt das Gegenteil sagt von dem, was man eigentlich sagen will. Oder so eine Formulierung wählt, die eigentlich nicht passt.
die etwas beschönigt, euphemistisch eben beschönigt ausdrückt. Schönes Beispiel hatten wir im Neusprechblock, just in time, was eigentlich out of stock heißt. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, statt Aussagen zu machen. Wir werden gleich einen großen Künstler hören, der nur Fragen stellt und sie anschließend auch noch selbst beantwortet, obwohl sie rhetorisch sind. Das ist besonders witzig. Aber das sehen wir. Ja, uneigentliches Sprechen. Man sagt nicht das, was man sagen will, sondern sagt irgendwie so eine Metapher, ein Bild, irgendwie was anderes. Das werden wir auch noch sehen. Nebelkerzen haben wir schon gesehen. Da wird gesagt, ja, es gibt feuerpolizeiliche Vorschriften oder formaljuristische Gründe oder also das Polizeigesetz schreibt vor, dass halt hier die Wasserwerfer eingesetzt werden und so. Also das sind so Nebelkerzen. Und unpersönliche Konstruktionen. Also nicht die Polizei macht irgendwas, sondern die Demonstranten werden weggeschleppt und Demonstranten befinden sich plötzlich außerhalb des Gefahrenbereichs. Und so sehen wir doch. Dann die verminderte Regresspflicht. Die kann man herstellen, indem man zum Beispiel den Konjunktiv verwendet. Dann ist es nicht so, sondern es könnte, wäre, sollte. Im letzten Jahr hatte ich dieses Beispiel Zirk gesagt, ich fordere eine Diskussion, dass man die Online-Überwachung einführen sollte. Sollte. Modalverben, sollte, könnte, soll, Partikeln, ja, wohl eigentlich auch, sehen wir dann auch noch. Höflichkeit, man ist besonders höflich gegenüber demjenigen, der einen angreift, besonders beliebt, wenn man seine Texte nicht selber schreibt, dann schreibt ein Referent und der schreibt immer besonders höflich. Man kann also sogar sehen, welche Texte ein Politiker selbst verfasst hat und welche er verfassen lässt, und zwar... Wenn er sie selbst verfasst, dann kann er unter Umständen eine gefährlichere Strategie wählen, nämlich kumpelhaft zu sein. Das kann der Referent nicht. Und er kann sogar unhöflicherweise direkt den Angesprochenen angreifen. Das ist sehr gefährlich, deshalb macht das nie ein Referent, weil man sich da vielleicht noch schlimmeren Angriffen selbst aussetzt. Aber Angriff ist manchmal eine gute Verteidigung, wir werden das gleich auch noch sehen. Ja, dann Scheinargumente, das habe ich euch schon im letzten Jahr erzählt, das sogenannte Argumentum ad verecundiam, deshalb mache ich das jetzt hier nicht ausführlich. Man verweist auf Autoritäten, das sagt auch der Experte und dann ist okay. Oder man sagt, ja, ich weiß das gar nicht und naja, könnte ja so sein. Oder ihr wisst das nicht, dann ist das das sogenannte Ignoranzargument, Argumentum ad ignorantiam. So, das war jetzt genug Theorie, gleich wieder ein Beispiel. Hier links eine Frau, die sich auskennt mit dem Verrat, Marielle Gallo, eine französische Politikerin, Unterstützerin von Sarkozy. Sie gehört einer Gruppe an, die nennt sich Nouveau Socialiste, also auf Deutsch die Neusozialisten, unterstützt Sarkozy, der nun nicht als linker Politiker bekannt ist. Also wohlgemerkt Sozialisten, nicht Sozialdemokraten oder so. Das wäre so, wenn Petra Pau jetzt hergeht und unterstützt zu Gutenberg, bei der Kanzlerkandidatur. Also so ein bisschen diese Richtung. Und Reinhard Bütikofer, der sich ihr gleich anschließt, wie wir sehen werden. Also, Marielle Gallo hat im Europaparlament einen Bericht abgeliefert über die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im Binnenmarkt. Geistiges Eigentum ist natürlich eine Metapher, denn Eigentum ist tatsächlich etwas, das eigen, das ist dann ursprünglich mal ein Verb gewesen, was dann später zum Adjektiv geworden ist. Davon leitet sich Eigentum ab, ist also mehr ein Zustand und nichts Konkretes, wird dann aber als etwas Konkretes genommen und dann metaphorisch übertragen auf Dinge, die man sich ausdenkt, was überhaupt nicht passt. Im Binnenmarkt. Gut. Was für Punkte beinhaltet der Gallo-Bericht, hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Es geht um die Einführung eines sogenannten Leistungsschutzrechts. Das heißt dann, in Europa gibt es halt zwei Rechtsformen, das Urheberrecht in Deutschland und Frankreich und das Copyright im angelsächsischen Raum. Und das soll harmonisiert werden durch ein neues Leistungsschutzrecht. Das will man natürlich nicht. Und es führt ein, dass Verstöße gegen dieses Leistungsschutzrecht auch außergerichtlich verfolgt werden können, zum Beispiel durch Provider. Wenn der Provider sagt, ja,
Du verstößt gegen irgendwelche Rechte von anderen und wirst ausgeschlossen. Da soll es eine schwarze Liste geben, kennen wir alles mit Hadopi. Das sind die Vorschläge. Und da ist man natürlich dagegen. Und natürlich die Fraktion der Grünen im Europaparlament, an der ja auch Piraten beteiligt sind, hat gleich gesagt, machen wir nicht. Die Fraktion hat allerdings zwei Leute, die dann doch für den Gallo-Bericht gestimmt haben. Helga Trüpel aus Bremen, eine Grüne, und der Sprecher dieser Gruppe, nämlich Reinhard Bütikofer. Und das hat natürlich zu Angriffen geführt. Wahrscheinlich hat er gar nicht richtig gemerkt, worum es geht. Und bei Abgeordnetenwatch verteidigt er sich also. Es gibt da einen Schreiber, Arne Babenberger Heide, der da geschrieben hat, also wie er sich das denn erklärt. Und Bütikofer antwortet und er fängt gleich an mit Höflichkeit. Mir gefällt, dass Sie konsequent eine Antwort auf Ihre Frage zu meinem Abstimmungsverhalten beim Gallo-Bericht einfordern und will Ihnen diese Frage auch gerne beantworten. Und dann geht er gleich zum Angriff über in der nächsten Zeile. Mir gefällt an Ihrer Frage allerdings manches auch nicht, doch dazu später. Zur Sache. So, jetzt kommt er zur Sache. Ist es falsch? Und wir sehen schon, es geht los mit einer Frage. Er stellt Fragen. Das ist sein Stilmittel, macht er die ganze Zeit. Es kommen immer nur Fragen. Er vergisst manchmal das Fragezeichen, wie zum Beispiel bei dieser Frage, da kommt nirgendwo ein Fragezeichen. Und er hat einen Tick, den wir auch noch sehen. Er beantwortet die Frage anschließend selbst. Also er stellt eine rhetorische Frage, die keine Antwort braucht. Ist es falsch, für die Richtlinie von 2004 zur Durchsetzung von Intellectual Property Rights Änderungsvorschläge einzufordern, mit denen die EU wirksamer gegen Verletzungen solcher Rechte vorgehen kann? Fragezeichen fehlt. Ich denke nein. Gut. Und dann fällt auf, er hat offensichtlich als Grüner Probleme mit geistigem Eigentum. Er benutzt nämlich ungezwungen hier den englischen Ausdruck Intellectual Property Rights. Gut, okay. Und wirksamer. Wirksamer ist völlig unklar, was ist mit wirksam, wirksamer gemeint. Weiß man nicht. Und gleich folgt die nächste Frage. Ist mit dem Eintreten für den Schutz geistigen Eigentums, jetzt kommt's, für alle möglichen Kriminalisierungsstrategien, für Exklusionsstrategien aller Hadopi oder andere Strategien zur Privatisierung der Rechtsdurchsetzung ein Freibrief erteilt? Natürlich nicht. Den Satz versteht man nicht so ganz, schwierig zu parsen, weil da zweimal für steht. Also er will sagen, er tritt ein für den Schutz geistigen Eigentums, aber die anderen Sachen, die sind dann doch nicht. Also irgendwie so, Freibrief, was ist denn bitte ein Freibrief? Weiß man nicht. Ja, und dann kommt natürlich die Frage, was spricht in diesem Zusammenhang gegen eine Harmonisierung des Urheberrechts in Europa? Also Harmonisierung des Urheberrechts ist natürlich Neusprech, denn es geht hier darum, Leistungsschutz einzuführen. Und er nennt es ja Harmonisierung des Urheberrechts, da kann man ja nicht dagegen sein. Da fehlt dann auch die Antwort, weil das irgendwie klar ist. Naja, und dann lenkt er ab. Mal abgesehen davon, dass mir die Beschränkung Ihres Arguments auf Deutsche nicht einleuchtet, das schreibt er gar nicht, da steht nur, dass Deutsche eben bisher immer frei Privatkopien austauschen konnten, das stimmt ja. Ne? Aber irgendwie das mit dem Deutschen greift er auf, um irgendwie jetzt zu sagen, ja, irgendwie leuchtet mir das nicht ein. Möchte ich von Ihnen gerne wissen, auf welcher Rechtsbasis Sie die Sicherung der Interessen von Künstlerinnen gewährleisten wollen? Na, es geht hier nicht um die Rechte von Künstlerinnen, es geht um Leistungsschutzrecht. Was soll diese Frage? Die hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Gut, indirekt schon, weil man sagt, durch die Leistungsschutzrechte profitieren auch die Künstler, aber die Frage passt hier also nicht. Ja, und dann geht er gleich zum Angriff über mit Rückfragen. Muss ich die Kritik nur ernst nehmen, wenn mir nachgewiesen wird, dass es meine Wähler waren? Und wenn es meine waren, wie viele müssen noch kritisieren, damit feststeht, ich hätte gegen meine Wähler gehandelt? Reicht es, wenn alle, die Ahne, das ist der Fragesteller, kennt, so denken? Was soll das? Ja, was sollen diese Rückfragen? Und jetzt kommt das Ignoranzargument, ne? Frei nach Orwell, Ignoranz ist Stärke.
oder unwissende Stärke. Zunächst ist schlicht zu sagen, dass ich zu den im Zusammenhang mit dem Gallo-Bericht relevanten Fragen sicherlich alles andere als ein Experte bin. Ich habe mich um Informationen, Einschätzungen bemüht, herzlich redlich bemüht. Manche wichtige Punkte der Debatte habe ich vielleicht auch übersehen. Sie sehen, ihr seht Partikeln vielleicht auch, übersehen oder nicht verstanden. Übersehen, nicht verstanden, Ignoranz. Das macht er am Anfang. Am Anfang, dann kommen diese Angriffe und dann wird er kumpelhaft am Ende oder umgangssprachlich und sagt am Ende seiner Ausführung, sozusagen der Rahmen, das Ignoranzargument, ganz zum Schluss sagt er, kann ja sein, dass ich ab und zu schief liege. Also wir schließen, netter Mensch, kann man wählen. Oder auch nicht. Gut, bleiben wir politisch ausgewogen, gucken uns die andere Seite an. Da sieht man, dass Leute manchmal alleine schon, weil sie in die Enge getrieben werden, sich rechtfertigen und das läuft manchmal schief. Der hier in die Enge getriebene Politiker ist nicht so bekannt wahrscheinlich. Dieser Herr hier, man sieht schon die vielen Mikrofone, er kriegt also Angst. Es handelt sich um Heribert Rech, den Innenminister von Baden-Württemberg. Wir erinnern uns, da gab es einen Polizeieinsatz am 30. September. Ja, und die politische Verantwortung dafür trägt natürlich der Innenminister. Könnte auch zurücktreten, aber das wollte er nicht. Er hat gesagt, ich rede mich da wieder raus. Und dann hätte er zwei Strategien gehabt. Die eine Strategie, die immer gerne angewandt wird, ist, das macht man in Berlin häufig, macht der Innensenator häufig, ist alles nicht so schlimm, Business as usual, ist nicht so schlimm, wird alles von der sensationalistischen Presse übertrieben und so, wir haben das hier alles im Griff. Die andere Strategie, die man auch immer hört, da geht es darum zu sagen, ja, die anderen, die sind böse, so sagt man das nicht. Man sagt dann, es gab massive Angriffe, hört man immer massiv, von gewaltbereiten Demonstranten. Man beachtet das Wort gewaltbereit. Wenn die nur bereit sind, gab es da irgendwie keine Angriffe. Also das passt irgendwie nicht. Okay. Auch Rech sagt, es gab hier gewaltbereite Demonstranten. Wenn ihr nach dem YouTube-Video sucht, dann bitte Rech und gewaltbereit. Das ist nicht er, sondern die Demonstranten. Dann findet man das sofort. Ja, und in dem Interview macht jetzt Rech den kapitalen Fehler, beide Strategien zu bedienen. Und das geht nicht. Schauen wir uns das mal an. Das einzelne Gewaltausüben bei so einer Demonstration lässt sich meistens nicht vermeiden, aber wir haben viele Bilder heute über Tag gesehen, auch jetzt noch. Da war nirgendwo ein großer schwarzer Block von professionellen Kriminellen, wie man sie auch von den Mai-Demonstrationen in Berlin oder Ähnliches kennt. Da sind Anzugträger, da sind Senioren, da sind Familien, da sind Kinder. Ja, vor allem Letzteres. Wissen Sie, wenn Kinder in die vorderste Linie gebracht werden von ihren Müttern, von ihren Vätern, wenn sie instrumentalisiert werden, wenn sich Mütter mit den Kindern der Polizei in den Weg stellen, dann müssen sie eben auch mit einfacher körperlicher Gewalt, nämlich weggetragen werden. Man achte auch so ein bisschen auf die Mimik, die ist auch verräterisch, und das zwischendurch, da merkt er offensichtlich, dass er vielleicht hier zu weit gegangen ist. Denn man sieht schon, das Erste ist soll so ein bisschen ins Oliv gehen. Er macht einen Fehler in seiner Metaphorik. Er nimmt nämlich eine Metapher, das machen Innenminister gerne, eine Metapher aus dem Krieg. Die vorderste Linie ist nämlich der Krieg. Und das wird ihm gleich noch zum Verhängnis. Das merkt nämlich Frau Slomka und greift das auf. Und er merkt auch, dass es vielleicht ein bisschen zu viel war und versucht das dann abzumildern, indem er nach den vordersten Linien mit dem Krieg und dem Instrumentalisieren dann so eine Art Antiklimax macht. Er sagt dann in den Weg stellen, was weniger ist natürlich als Instrumentalisieren und den vordersten Linien. Das passt gar nicht. Und dann versucht er es noch so hinzukriegen mit der Juristensprache, einfache körperliche Gewalt. Das ist natürlich eine Nebelkerze, wie immer, wenn man Fachsprache verwendet, wo es nicht passt. Und dann auch noch diese abmildernden
Partikeln, modalisierende Partikel eben auch. Eben auch, naja. Aber die Interviewpartnerin merkt es und greift diesen Kriegsgedanken wieder auf. Reden Sie denn jetzt über das schwäbische Bürgertum? Das klingt, als würden Sie aus einem Krieg berichten. Nein, also Gottlob haben wir hier keine kriegsähnlichen Zustände. Das wird dramatisiert. Die Polizei ist aber dazu berufen und sie hat die Pflicht, das Recht auch durchzusetzen. Ja, also dramatisiert. Jetzt kommt die andere Strategie, es wird alles dramatisiert. Und naja, die Polizei jetzt passiv, ne, ist berufen. Was soll das sein, ist berufen? Also man hat ihr das möglicherweise gesagt, aber das will er natürlich nicht durchblicken lassen. Also sie ist berufen von wem auch immer. Gottlob, wahrscheinlich von Gott. Und auch typisch Pflicht und Recht, ne, wird hier so in einem genannt. Man kann die Konstruktion auch nicht so richtig schauen. Es versucht durch das Komma hinzugehen. Sie hat das Recht. Nee, sie hat die Pflicht, das Recht durchzusetzen. Naja, gut, was immer das heißen mag. Gut, auch hier sieht man, irgendwas passt da nicht. Ja, unser Weltbild stimmt. Die CDU, ne, hat schwache Argumente. Kommen wir aber zurück zum Verrat und leider kommen wir jetzt in einen Bereich, wo ich mich auch sehr betroffen gefühlt habe. Also das ist jetzt eigentlich dann schon nicht mehr so lustig, wenn sozusagen einer von uns plötzlich auf die andere Seite überwechselt. Und davon möchte ich berichten. Es geht um die Vorratsdatenspeicherung. Schock gefroren. Schauen wir uns mal an. Vorratsdatenspeicherung ist ja bekannt. Da geht es darum, auch schon das Wort Vorratsdatenspeicherung, das habe ich ja schon zu einem früheren Zeitpunkt gesagt, passt nicht so gut, weil es eigentlich auch schon beschönigt, auch schon ein Euphemismus ist. Es wird von Vorrat gesprochen, das ist eigentlich was Gutes. Also ich finde, Data Retention ist dann schon besser, oder man sagt, dass hier tatsächlich 80, 100 Millionen Bürger, Bewohner dieses Landes einfach dauerhaft ohne Anlass überwacht werden. Es gibt Ermittlungen ohne Anlass. Und das wollen wir nicht. Haben wir schon der CCC ja schon dargelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat das aufgegriffen und es ist ein Gegenmodell entwickelt worden. Das Gegenmodell heißt Quick Freeze. Da geht es darum, dass sobald ein Verdacht da ist, eben tatsächlich der Antrag gestellt werden kann von den Ermittlungsbehörden, dass Daten gespeichert werden. Dann muss aber noch ein Richter entscheiden, bevor der Zugriff da ist. Also man stellt fest, oh, die Leute vom CCC machen böse Sachen, also müssen die überwacht werden, dann stellt man den an, dann sagt man das den Telekommunikationsunternehmen, die überwachen, und dann geht die Ermittlungsbehörde zum Richter und sagt, hier, wir wollen an die Daten, und sagt der Richter hoffentlich, oh, der CCC ist aber nicht böse, und dann kommen die nicht an die Daten. Das wäre vernünftig. Das ist vorgeschlagen worden und eigentlich wirklich ein gutes Gegenmodell gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Peter Schaar, der Bundesdatenschutzbeauftragte, eigentlich jemand, der für den Datenschutz kämpfen muss, sagt plötzlich, naja, vielleicht doch Vorratsdatenspeicherung. Und er macht das ganz geschickt, indem er diese neue Art der Vorratsdatenspeicherung Quick Freeze nennt, wo das gar nicht passt. Also, er sagt, gegen Quick Freeze wird eingewandt, dass insbesondere bei Flatrate-Verträgen überhaupt keine Daten aufgezeichnet werden. Das ist natürlich auch wieder so eine Nebelkerze, denn wenn Verdachtsmomente da sind, kann ja aufgezeichnet werden, dann wird ja aufgezeichnet. Was soll das also? Also keine Daten aufgezeichnet werden, die eingefroren werden könnten. Natürlich können sie dann. Naja, dieses Argument ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Naja, insofern halte ich es für durchaus sinnvoll, man merke, also vorher schon Konjunktiv, könnte jetzt dieses etwas Indirekte, halte ich es für durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, gleich zweimal. Ne? Also er hält es nicht nur sinnvoll, er hält nicht die Sache sinnvoll, sondern darüber nachzudenken. Und jetzt auch noch ein Ob, eine indirekte Frage, also drei Stufen der Abmilderung, ob nicht eine auf wenige Tage beschränkte Speicherungspflicht für Verkehrsdaten eingeführt und das Quick-Freeze-Verfahren auf diese Weise als zugleich effektive und grundrechtsschonende Alternative zur Vorratsdatenspeicherung realisiert werden sollte. Ja?
Vorsichtiger geht's schon gar nicht. Ne? Also nach den vielen Abstufungen mit ob und dann nochmal werden sollte, passiv wieder und sollte, dann eben modalisiert. Ja, das Quick-Freeze-Verfahren auf diese Weise ist eben kein Quick-Freeze-Verfahren mehr, sondern Vorratsdatenspeicherung. Das ist Neusprech, wenn man das dann Quick-Freeze-Verfahren nennt oder eine Antiphrase. Ne? Also das Gegenteil wird mit dem Wort bezeichnet, also Quick-Freeze für Vorratsdatenspeicherung. Und grundrechtsschonend, das geht auch nicht. Also entweder etwas entspricht den Grundrechten oder nicht. Das ist binär, kann man nicht sagen, grundrechtsschonend. Also, und wie gesagt, das hat mich sehr geärgert, dass also hier jemand, der also eigentlich auf unserer Seite stehen sollte, sich für den Datenschutz einsetzt, plötzlich dahergeht und auf die andere Seite wechselt und dann auch gleich so einen sprachlichen Trick verwendet und das Quick Freeze nennt, als hätte er meine Vorträge gehört. Ja, nee, das ist nicht gut. Und er ist sich der Sache auch bewusst, glaube ich, denn er tritt gleich im nächsten Abschnitt, kann man da sehen, in dem Datenschutzforum, gegen seine Leute aus. Also er tritt seine eigenen Leute. Er sagt, eine Bewegung, die nicht in der Lage oder bereit ist, auf Gegenargumente einzugehen, läuft Gefahr, sich sektenähnlich zu verhärten und ist auf dem besten Wege, sich ins politische Abseits zu bewegen. Fangen wir mal an. Eine Bewegung. Was denn bitte für eine Bewegung? Das ist sind die Datenschützer. Das ist keine Bewegung. Ne? Also man weiß nicht, was er meint. Vielleicht ist er so in Schockstarre vor dem Innenminister, dass ihm alles andere wie eine Bewegung vorkommt. Dann diese Doppelsache, in der Lage oder bereit, ist irgendwie seltsam, aber gut, lassen wir das. Dann sektenähnlich, also gerade war es eine Bewegung, jetzt ist es eine Sekte, der Datenschutz. Also als Datenschützer würde ich da doch ein bisschen vorsichtiger sein. Und das politische Abseits, ich meine, wenn ich für Grundrechte eintrete und gegen Vorratsdatenspeicherung, das kann nicht das politische Abseits sein. Ich glaube, er selbst bewegt sich da ins politische Abseits und ja, ich glaube, dass er so reagiert und das sofort hinterher schiebt, diesen Angriff eben, ist deutlich eine Strategie, dass er dann doch noch sein Gesicht wahren möchte, was ihm aber auch nicht gelingt. Ja, ich finde es schon etwas seltsam, wenn plötzlich Gesichtswahrung wichtiger wird als die argumentative Auseinandersetzung, denn bei Schaar kommen keine Argumente, sondern nur solche Tricks. Und ich denke, da muss Politik wirklich anders werden. Deshalb habe ich hier ein kleines Rezept, also was ihr tun könnt. Ihr könnt genau hinschauen und hinhören, was die Leute sagen. Man findet all diese Dinge ganz leicht, wenn man ein bisschen googelt, also genauer hinschauen. Dann nachhaken und man sieht, die Leute können dann nicht mehr ihre Referenten bemühen, wenn man da wirklich nachhakt. Das sieht man sehr schön bei Bütikofer. Ja, und dann ändern. Ne? Ändern. Diese Politik muss sich ändern. Ja, das ist meine Aufforderung heute hier zum Schluss. Und ich bin natürlich immer dankbar für Feedback. Ist ja klar. Ja, vielen Dank, Maha, für den großartigen Vortrag und es gibt bestimmt Fragen und Anmerkungen. Bitte, wie gehabt, an den Mikrofonen in den Gängen aufräumen. Keine Fragen? Gibt es Fragen aus dem Netz? Hat das Netz? Feedback? Dann nehmen wir Feedback aus dem Netz. Also das Feedback aus dem Netz war ganz deutliches Klapp, Klapp, Klapp und einen besten Dank bis jetzt, so far. Na komm, traut euch.
Aha, da haben wir. Kannst du an das Mikro? Oder? Eine kleine Anmerkung, die jetzt nicht, die jetzt also zur Sache, zu dem Beispiel, was du am Anfang gebracht hast. Ich denke, wenn man auf Sprache achtet, dann sollte man sich auch nicht so Sprachregelungen von anderen Leuten, die man vielleicht gar nicht so sehr mag, zu eigen machen, ohne drüber nachzudenken. Bei diesem sogenannten Bahnhofsausbauprojekt geht es nicht um einen Bahnhofsausbau, sondern um einen Bahnhofsabbau, wie ja durchaus umfangreich öffentlich belegt worden ist. Also das sollte man auch drauf achten. War mir nur so aufgefallen und wollte ich nicht ganz so stehen lassen. Ja, richtig. Es ist ein Bahnhofsabbau, der Bahnhof soll weg. Ja, Maha, erstmal danke. Es geht aber um Folgendes. Ich möchte jetzt nicht Herrn Bütikofer verteidigen, aber einen der Wikipedia-Artikel, den es noch gibt, beschützen. Und zwar, dort ist ein Wort gesagt, was es nicht geben würde, den Freibrief. Und der existiert. Also Freibrief war früher wie so eine Art, den konnte ich jemandem mitgeben, damit er sozusagen Schutz hatte. Ja, ja. Es ist natürlich hier wieder eine Metapher, ne? Aber es ist nicht klar, was sie eigentlich bedeutet. Also der Freibrief ist natürlich etwas, was man jemandem mitgibt, damit er irgendwie durch die Lande reisen kann. Sowas wie ein Pass. Ne? Also Pass ist eigentlich die moderne Form von Freibrief. Aber das passt hier nicht. Also wieso ein Freibrief? Naja, offensichtlich ein Freibrief für Provider, also eine Erlaubnis den Providern halt irgendwie Rechte von ihren Geschäftspartnern durchzusetzen. Irgendwie sowas ist damit gemeint. Das soll es nicht geben, aber ich meine, der Gallo-Bericht sagt ja, dass es eben so sein soll, dass Leistungsschutz durchgesetzt wird durch Wirtschaftsbetriebe. Und das ist ja der Punkt. Also warum Freibrief? Vielleicht auch ein übertriebener Ausdruck, der hier verwendet werden soll, um zu sagen, das wollen wir ja nicht, obwohl wir es doch irgendwie wollen. Also ein bisschen halt. Ein bisschen wollen wir, dass die Provider das durchsetzen und das privat durchgesetzt wird, vielleicht auch in Richtung Abmahnungen, das wollen wir. Ja, das ist aber eigentlich nicht gut. Ja, ich kann ja, weil wir jetzt ein bisschen Zeit haben, das habe ich mir vorhin gespart. Wir haben ja inzwischen auch Zahlen aus Deutschland, wie das so aussieht. Da ist es ja so, dass 2009, 2010, ich glaube so ungefähr 20.000 IP-Anfragen an die Telekom gestellt wurden von der Staatsanwaltschaft. Das ist nicht sehr viel, aber 2010 2,7 Millionen IP, hat die Telekom 2,7 Millionen IP-Auskünfte an private Rechtsanwälte oder Firmen, die Rechte durchsetzen, gegeben. Da sieht man, das ist also praktisch schon ein spezieller Wirtschaftszweig. Man könnte neusprechmäßig sagen, es gibt da so eine Abmahnindustrie oder Leistungsschutzindustrie, wenn man will. Und offenbar schwebt so ein System hier den Leuten, die den Gallo-Bericht unterstützen, vor. Ja, und deshalb waren ja auch alle dagegen, außer Bütikofer und Trüpel. Also ich vermute wirklich, dass wenn man was Positives sagen will, kann man vielleicht sagen, dass Bütikofer nicht richtig aufgepasst hat, weil sowas eigentlich gleichgültig ist. Das könnte sein. Ein bisschen wie auch JMSTV. Ich meine, warum stimmen da die Grünen plötzlich in Hamburg dafür, einen Tag vor Ende der Koalitionsverhandlungen? Wahrscheinlich ist das eher Gleichgültigkeit als Verrat. Ja. Gut, bei Schaar sehe ich es dann schon noch anders. Also der weiß, was er tut und das ist eigentlich nicht richtig. Das sage ich auch schon eigentlich. Es ist nicht richtig. Ja, also bei dem Titel des Titel des Gallo-Berichtes ist mir ja auch noch was aufgefallen. Beruht möglicherweise auf einer suboptimalen Übersetzung, aber dann war von Rechten des Eigentums die Rede. Rechte kann nur der Eigentümer haben, die kann er aus seinem Eigentum haben, aber die Rechte des Eigentums gibt es so nicht. Richtig, das ist mir gar nicht aufgefallen, stimmt. Die Rechte hat der Eigentümer, aber nicht die Rechte hat nicht das Eigentum. Guter Hinweis, da ist auch was schief. Na? Ja. Das ist natürlich alles übersetzt.
Wahrscheinlich stand dann the right of intellectual property, ist natürlich das Recht des Eigentums, und das ist dann vielleicht falsch übersetzt worden. Ja. Ich wollte nochmal auf das Wort der Vorratsdatenspeicherung nochmal dazu nochmal zurückkommen. Gibt es denn dafür ein besseres Wort? Irgendwie so Überwachungsdatenspeicherung oder so? Naja, also verdachtsunabhängige Speicherung ist gut. Überwachungsspeicherung habe ich jetzt noch nicht gehört, klingt aber auch gut. Ich finde, in diesem Fall ist mal das englische Wort sehr treffend, Data Retention. Retention hat was Negatives, die Zurückhaltung, was eigentlich nicht sein sollte. Das klingt auf jeden Fall besser als Vorratsdatenspeicherung. Aber, und das ist ja der Punkt, Vorratsdatenspeicherung ist inzwischen etabliert. Und wir verbinden mit Vorratsdatenspeicherung was Negatives. Das ist eben genau der Grund, warum der Bundesdatenschutzbeauftragte nicht sagen kann, ich bin für Vorratsdatenspeicherung, was er ja eigentlich ist hier, eigentlich, was er ist, sondern er nennt es jetzt Quick Freeze, weil auch Vorratsdatenspeicherung schon zu negativ belegt ist. Also es gibt einmal natürlich die Strategie, dass man Wörter durch passendere ersetzt, aus unserer Sicht passendere, denn passend ist immer natürlich an eine Sicht gebunden. Oder die andere Herangehensweise, was hier passiert ist, dass das Wort an sich schon verbrannt ist. Und jetzt muss der Datenschutzbeauftragte eben ein anderes Wort finden und er findet Quick Freeze, was nicht passt. Okay. Dankeschön. Jetzt machen wir noch mal ein paar Fragen aus den Interwebs. Ja, kommen wir mal zu den Fragen aus dem IRC. Ich habe die eine Frage: Wie reagiert man am besten auf solche Sprechakte, um weniger kritische Zuschauer auf die Absurdität des Gesagten nachhaltig aufmerksam zu machen? Sachliche Widerlegung oder Position aufgreifen und überstrapazieren? Ja, das hängt davon ab, wie man es macht, also wie man es machen kann, also wo man ist. Also ich denke, das muss man je nach Situation entscheiden. Ich glaube aber, dass man auf jeden Fall nachhaken sollte. Also ich denke, Abgeordnetenwatch ist ein super Forum dafür. Das führt dann auch dazu, dass eben auch das Gegenargument bzw. die Gegenposition oder die Entlarvung immer wieder ergoogelt werden kann, weil so habe ich das ja auch gefunden. Und das ist eigentlich schon ein guter Ansatz. Und dann kommt man auch an die weitere Öffentlichkeit. Also das greifen dann auch Journalisten gerne auf. Also meine Erfahrung der letzten 2-3 Jahre ist, dass Journalisten halt solche sprachlichen Dinge gerne auch aufgreifen. Man siehe neulich nach Alva Freude in der Süddeutschen hat sofort der Journalist was geschrieben von Telefon-Community. Also dieses Sprachliche wird dann aufgegriffen und deshalb sollte man schon auch direkt bei dem Sprachlichen nachhaken, hat auch den Vorteil, dass es dann oft nicht durch einen Referenten abgebügelt werden kann, weil der Angesprochene meint, jetzt muss er selber Stellung nehmen und das ist dann umso interessanter. Also ich glaube, welche von diesen beiden Möglichkeiten man nutzt, hängt von der Situation ab, in der man ist. Also wenn man im Saal ist, muss man sich anders verhalten, als wenn man über Abgeordnetenwatch kommuniziert, denke ich. Dann habe ich die nächste Frage aus dem IRC. Wäre es also möglich, in einer Live-Diskussion mit Politikern die Sprache so zu analysieren, wie du es hier auch machst, also gerade für dich jetzt auch, du bist ja geübt, um sie in einer ernsten, gemeinten Diskussion hineinzuzwingen, also die Politiker? Ja, also man sollte das tun, auch in einer Live-Diskussion, vielleicht mit einem entsprechend kurzen Statement, also mit linguistischen Fachbegriffen, hat man da wenig Chancen, aber mit einem Statement, wo sofort jeder sieht, was vorhin vorgeschlagen wurde, durch Übertreibung oder so, wird es dann vielleicht klar. Die Frage ist bloß, ob man Leute, die in einer Zwangslage sind, weil sie keine guten Argumente haben, ob man die dazu bringt, zu argumentieren. Also wer keine Argumente hat, der kann halt nur durch Rhetorik die Situation hinbekommen. Aber wer es halt übertreibt, fliegt auf. Also wir haben es bei Rech gesehen, der ist aufgeflogen durch seine Doppelstrategie, das war dumm. Ne? Und deshalb hat es jeder gemerkt. Die parlamentarischen Zwänge sind aufgeflogen, das ist inzwischen ein Meme. Ne? Also
es ist halt so, dass wenn halt eine Zwangslage eintritt und wenn man halt es noch schafft, die Spannung noch zu erhöhen, noch mehr den Zwang zu erhöhen, dann reagieren Politiker meistens in einer Art und Weise, die sehr entlarvend ist, wo es dann wirklich jeder merkt. Also die Beispiele zeigen das, glaube ich, sehr schön. Ich möchte noch mal ergänzen zum Bahnhofsrückbau oder wie auch immer in Stuttgart auf das Wort der Schlichtung zurückkommen. Oh ja. Denn ich sage es mal so, die Exzesse sind und die Proteste sind jetzt weitgehend vergessen, denn wir haben jetzt geschlichtet. Und eigentlich ist das ja nun ein Verfahren, was überhaupt nicht auf sowas passt. Ich meine, entweder man baut so einen Bahnhof oder man baut ihn halt nicht. Man kann sich da nicht irgendwo in der Mitte treffen. Genau, das Wort Schlichtung passt nicht an der Stelle. Und das ist wieder ein Wort, was man ja so Auseinandersetzungen um Tarifverhandlungen kennt. Da gibt es dann halt einen Schlichter, weil man weiß, da kann man dann einen Kompromiss finden. Ne? In diesem Falle geht der Kompromiss halt nicht. Da war von vornherein die Schlichtung halt auch nicht möglich. Und von daher war auch irgendwie jedem klar, dass, also wie das ausgeht, nämlich genauso wie es ausgegangen ist, dass halt dann hinterher gesagt wird, ja, also es geht alles so weiter wie bisher. Also Schlichtung passt da nicht. Auch das war wieder ein typischer Fall von Nebelkerze oder von uneigentlichem Sprechen, dass also ein Begriff verwendet wird, der nicht passt. Mich würde mal interessieren, welche Alternativen Sie für Politiker sehen würden, die sich halt in irgendwelche Fehler verrannt haben und wie Sie sich da am besten halt argumentativ aus der Affäre ziehen können. Also das, so geht es anscheinend nicht, aber ich bin der Meinung, dass einfach Fehler zugeben für Politiker auch eine schlechte Idee ist, weil dann waren die längste Zeit Politiker, dann sind sie also in Kürze weg. Das heißt, welche sinnvollen Möglichkeiten würden Sie denn da sehen, um aus solchen Sachen herauszukommen? Doch, zugeben ist schon mal eine gute Strategie. Also wenn bitte. Ja. Wenn Bütikofer gesagt hätte, ich habe da einen Fehler gemacht, jeder sagt, okay, er hat einen Fehler gemacht, nächstes Mal geht es besser. Also denke ich. Und bei Rech, naja gut, der hätte eigentlich zurücktreten sollen. Naja, das wäre eine kluge Strategie gewesen, auch für die CDU. Denn dann hätte er die Verantwortung auf sich genommen, dann wäre Mappus aus dem Schussfeld. Ne, der hätte sagen können, ja. Ne. Aber würden Sie dann hätte die CDU wahrscheinlich mehr Chancen bei der nächsten Wahl als jetzt. Also ich glaube, das wäre wirklich gut gewesen. Und klar, natürlich will er nicht zurücktreten. Der ist offensichtlich schon nicht mehr so ganz jung und kann dann auch nicht so ein Comeback haben. Bei jüngeren Politikern wäre es auch nicht so schlimm. Also Bütikofer hätte nicht zurücktreten müssen, aber wenn er zurückgetreten wäre, wäre er nächstes Jahr als Spitzenkandidat in Hamburg angetreten oder sonst was. Ne? Also da finden sich dann schon Möglichkeiten. Ne? Gut, dann habe ich hier nochmal Fragen aus dem IRC. Wie reagieren eigentlich Politiker auf deine Analysen? Nehmen sie das ernst oder neu sprechen sie der Zustimmung? Ohne der. Ja, also unterschiedlich. Also ich habe mit dem einen oder anderen gesprochen und dann heißt es, ja, na gut, also ich habe leider nicht die Chance, also Frau Merkel hat mit mir nicht gesprochen und auch diese erste Riege nicht, die ich ja nun auch gerade in den letzten beiden Vorträgen eher schärfer angegriffen habe. Die anderen, das ist unterschiedlich. Einige sagen, ja, ist ganz witzig oder andere sagen, ja, interessant. Also mehr als so witzig und interessant habe ich an Zustimmung nicht bekommen und richtig gehend Ablehnung, dass man gesagt hat, so ein Unsinn und so, habe ich auch nicht gehört. Ich habe allerdings mehrfach Zuschriften bekommen von Leuten, die Reden verfassen. Unter anderem aus einem Ministerialdirigent, sage ich mal, also jedenfalls aus der oberen Ebene eines Landesministeriums, hat mir geschrieben und hat mir also noch ein paar Insider-Informationen gegeben, dass also tatsächlich es zu seinen Aufgaben gehört, da eben auch auf die Sprache zu achten
und dass er auch der Meinung ist, dass sehr viele auf Landesebene, im Besonderen in den neuen Bundesländern, sehr viele Politiker es einfach auch nicht mehr können. Und wenn da eben niemand dabei ist, der sie da sprachlich unterstützt, ist dann also sehr viele Sachen gibt, über die man besser nicht spricht. Und das Internet erhöht da eben tatsächlich den Druck. Also in dem Sinne, wie auch Frau Merkel sich geäußert hat, sie hat ja gesagt, dank des Internets sei das Regieren schwieriger geworden. Und die nächste Frage, die ich aus dem IRC habe, ist eine sehr kurze. Wann kommt das Buch? Ja. Das ist in Planung, steht ja da, dieses Blog mache ich ja zusammen mit einem Journalisten von Zeit Online und wir haben also auch schon einen Plan und wir wollen also dieses Jahr 2011 nochmal weiter sammeln und dann soll es ein Buch geben. Wir wollen dann an einen Verlag rantreten, der auch so ein bisschen, nicht nur so im Wissenschaftsbereich tätig ist, sondern ein bisschen weiter, also falls das jetzt ein Verleger hört, kann er sich auch bei uns melden. Wir suchen noch. Und wir würden gerne, also dann wahrscheinlich nicht mehr 2011, das dauert ja immer etwas, aber vielleicht im Jahr darauf was herausbringen. Und zwar so ein kleines Wörterbuch, also mit unseren Beiträgen aus dem Blog. Dazu vielleicht am Anfang ein bisschen was Theoretisches, wie ich hier auch dargestellt habe. Und am Ende soll dann auch noch so ein kleines How-to sein, ein bisschen sowas wie Graswurzelrhetorik, was man also, wenn man selber schreibt oder spricht, vielleicht beachten sollte. Also das ist jetzt so die Planung und ich sag mal 2012. Eigentlich auch, vielleicht. Jo, du hattest in den Beispielen, war es jetzt eigentlich immer so, da war jemand, der diese Patterns benutzt hat oder diese Methoden und der andere war jemand, irgendwie der Bürger oder der Journalist, der das eigentlich nicht macht. Kann es auch vorkommen und was passiert dann eigentlich, wenn zwei Leute miteinander in dieser Sprache rechnen? Ist das dann totaler Nonsens und es löst sich von selber auf oder funktioniert das und ich muss, um diese, so eine Leute zu dossen, sie einfach nur in Dialog bringen? Ja, ich glaube, das hilft, die in Dialog zu bringen. Es gibt diesen wunderbaren Sketch von Loriot mit der Politikerrunde, wo die dann alle nur komisches Zeug sagen. Und ich glaube, das ist möglich, wenn man Leute in Dialog bringt, die auf beiden Seiten wenig zu sagen haben, dass es dann tatsächlich in so eine Situation mündet. Allerdings ist es ja meistens so, also bei den Beispielen hier, dass es eine Seite gibt, die gute Argumente hat. Also ich glaube, es sind wirklich gute Argumente für die gegen die Vorratsdatenspeicherung. Gegen die Vorratsdatenspeicherung und gegen den Überwachungsstaat. Das sind gute Argumente. Das sieht auch irgendwie jeder ein. Ich meine, man braucht ja nur dieses Geschlingere bei der FDP sehen, dass sie dann immer sagen, ja, Bürgerrechte, ja klar, aber dann doch wieder weniger. Also es gibt gute Argumente für die Sicherung von Bürgerrechten. Und dagegen gibt es eigentlich keine guten Argumente, sodass man immer nur die Beispiele gut zeigen kann von Leuten, die in eine Zwangslage geraten und eben eigentlich keine Argumente mehr haben. Insbesondere, wenn sie ihre eigenen Argumente plötzlich aufgeben und gegen das, was sie sonst tun, sprechen, wie hier bei Schaar, dann gibt es halt keine Möglichkeit mehr, argumentativ vorzugehen, weil er ja seine eigene Argumentation zerstören muss. Und das ist halt der interessante Punkt. Gut, dass man jetzt mehrere Positionen hat, die unhaltbar sind, ist selten. Aber wenn das so ist, dann kann man die Leute auch zusammenbringen und dann wird da nichts Gutes bei rauskommen, sondern eher vielleicht dann Unterhaltung à la Loriot. Hallo, Thomas Bremer. Ich habe mal eine Frage, mir wird gelegentlich eigentlich nachgesagt, dass ich manchmal einen gewissen Pragmatismus favorisiere.
das stimmt auch irgendwo, ich bin ganz schön pragmatisch, um es mal deutlicher zu sagen. Deswegen meine Frage, wenn ich jetzt mit jemandem persönlich spreche, der halt so rumschawenzelt, wie du es gerade beschrieben hast, was kann ich dann unternehmen? Also quasi ein Verrat, Vernichtungs, Manual, Handbuch, How to oder wie man es heute nennen mag. Ja, also hängt von der Situation ab. Ich denke, im Parlament kann man zum Beispiel mal einen Zwischenruf loslassen. Taus, der große Zwischenruf, das steht ja da schon in der Reihe. Das kann man auch in Diskussionen tun. Und wir haben ja bei von der Leyen gesehen, dass sie da auch drauf eingegangen ist. Das kann manchmal funktionieren. Wenn man halt in einer Situation ist, in der man im Dialog ist, dann ist die Situation sowieso schon mal anders, weil man so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit spricht. Und dann wird man wahrscheinlich auch eher das Eingeständnis haben von Leuten, die nicht gute Argumente haben, dass ihre Argumente nicht gut sind. Also das, denke ich, ist auf jeden Fall dann auch richtig, darauf hinzuweisen. Und vielleicht ändern die dann ja auch ihre Meinung. Und wenn man schreibt auf Abgeordnetenwatch oder so, klar, dann ist es immer gut, Argumente zu bringen, weil halt eigentlich die andere Seite dann auch Stellung nehmen müsste zu den Argumenten. Also es hängt wirklich von der Situation ab. Schriftlich ist, glaube ich, immer besser, gute Argumente zu haben. Mündlich muss man sehen. Nochmals zu Schaar. Ich finde, es ist ja eigentlich sogar noch schlimmer. Denn er schlägt ja vor, 14 Tage Vorratsdatenspeicherung plus Quick Freeze. Mhm. Das heißt, das ist im Grunde genommen, wenn man es durchdenkt, eine unbegrenzte Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Da waren die 6 Monate, die wir hatten, besser als 14 Tage plus Quick Freeze. Deswegen also Neusprechvorschlag, vielleicht VDS plus oder irgend sowas, was Schaar hier vorschlägt. Ja. Mehr Vorratsdatenspeicherung wagen. Nein, und das geht halt nicht. Und es ist auch nicht Verhandlungssache. Man kann nicht sagen, ja, 14 Tage oder am Ende einigt man sich dann auf eine Woche oder so. Eine Speicherung von Daten, die man nicht braucht, von Leuten, die unschuldig sind, das geht eben einfach nicht. Das ist halt verstößt gegen Grundrechte und gegen jedes Prinzip von Datenschutz. Ja, Maha, nur ganz kurz. Ich habe ja einen Verlag in Berlin und da darfst du jederzeit gerne dein Buch veröffentlichen. Ja, Sebastian Jackel. Du hast in deinem Vortrag angeführt, dass sich eine politische Kultur entwickelt hat, in der es für einen Politiker wichtiger ist, das Gesicht zu wahren, als argumentativ mit Argumenten genau. zu punkten. Ja. Genau. Ich bin Jahrgang 1983, also schon unter Kohl geboren, vielleicht kommt es daher, aber war das je anders? Und wenn ja, woher glaubst du, hat sich das herentwickelt? Doch, ich glaube, das hat sich verändert. Also ich glaube, es gibt diese Medienpolitik, man hat ja dann gesagt, Schröder, der Medienkanzler und so, also es gibt schon eine Tendenz, ich meine, mal ganz ehrlich, also die Leute, die da vorher dran waren, also sagen wir mal jetzt Kohl oder so, das waren ja nicht Leute, die gut mit den Medien umgehen konnten. Und danach gab es halt dieses Hinarbeiten auf die mediale Wirkung. Und von daher wurden diese Prinzipien der Gesichtswahrung, der guten Darstellung wichtiger. Also ich glaube schon, dass es da eine Verschiebung gab. Und dann kommt jetzt aber als Neuestes das Internet. Und das war ja genau der Punkt, den Frau Merkel meinte. Sie hat das ja noch genauer ausgedrückt. Sie hat ja gesagt, es gibt jetzt mehr Öffentlichkeit und unterschiedliche Arten von Öffentlichkeit. Und darauf muss man Rücksicht nehmen. Das ist halt die neue Qualität. Also ich glaube schon, wir haben einmal die Zunahme der sogenannten massenmedialen Notwendigkeiten und jetzt halt das Internet als neue Komponente. Also von daher würde ich schon sagen, es gibt verschiedene Phasen. Kann man auch sehr schön sehen, das ist gut untersucht worden, dieser
diese Rücksichtnahme auf Fernsehen, audiovisuelle Medien ist gut untersucht worden. Bei der Politikersprache bei Berlusconi, da gibt es schöne Arbeiten, Arno Scholz oder so ähnlich heißt der Autor, hat darüber geschrieben, bei Sarkozy ist das aufgearbeitet worden, also wie diese Leute halt vor allen Dingen versuchen, ihre Dinge zu verkaufen, ist auch ein alter Gedanke, ne? Bernies, ne? Also PR für Politiker und so. Und jetzt haben wir halt die neue Qualität mit dem Internet, wo es halt eine neue Qualität auch von Öffentlichkeit gibt, mit der eben jetzt Politiker offenbar ein Problem haben. Und da müssen wir ansetzen, dass, weil das uns was in die Hand gibt. Wir sollten die Chance nicht verpassen, da jetzt einzugreifen und nicht darauf zu warten, dass das Internet auch zu einem Massenmedium wird, wo nur noch in eine Richtung kommuniziert wird. Wir haben leider nur noch Zeit für eine Frage vom rechten Saalmikro, bitte. Ja, Elmar, hallo. Mich würde mal interessieren, wie das bei dir selbst ist mit der Anwendung von diesen, ich sag mal, Tricks, die du hier vermittelst. Und ich kann mir vorstellen, wir alle wissen ja, du erzählst davon, du machst die wachsam, du sagst, wo man so ein bisschen die Finger mal drauflegen sollte. Bist du selbst manchmal dazu verlockt, dass du das gerne anwenden würdest, so einen kleinen Trick bei anderen? Kannst es dann aber nicht, weil natürlich jeder von dir vielleicht erwartet, ja, dass gerade du jetzt natürlich da absolut clean bist und diese Tricks eben nicht anwendest. Also bist du da manchmal verlockt, das würde ich jetzt gerne auch tun, Mensch, da würde ich mal gerne jetzt nicht so der Fachmann nach außen sein und mal gerne das tun, was die anderen auch machen. Und so Rabulismusmäßig, so einfach ein Ziel in der Diskussion, jetzt will ich gewinnen. Gibt es das? Ja, doch, das gibt es. Also ich meine, das ist immer schwierig. Ich bin auf der einen Seite natürlich Wissenschaftler und möchte gerne irgendwie wissenschaftlich an die Sache rangehen, aber auf der anderen Seite reizt es natürlich schon. Und es gab mal so ein Treffen auch beim CCC, wo wir überlegt haben, wir schreiben mal Computerwanze statt Online-Durchsuchung oder so. Das haben wir uns tatsächlich dann ausgedacht. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, weil sich dann doch kaum einer dran gehalten hat, aber ne, da habe ich dann auch gedacht, Mensch, das ist jetzt mal die Chance, was durchzusetzen. Oder, ja, aber war ja für einen guten Zweck, ne? War für einen guten Zweck. Ja. Oder Publikative, das Wort Publikative. Wir wollten gerne nicht mehr von der vierten Gewalt der Presse sprechen, weil es ja mehr gibt, gibt es ja inzwischen Blogger und so. Und dann hat mich der Ben aus Bamberg gefragt, wie kann man das denn nennen? Da hat er irgendwie gesagt, können wir das nicht irgendwie, weil es Transparenz ist, irgendwie so Transpirative nennen? Und dann habe ich gesagt, nee, das hat was mit Schwitzen zu tun, das passt nicht. Und dann habe ich gesagt, nennen wir es doch Publikative. Und dann hat Ben das in die Wikipedia eingebaut, da ist es immer noch drin, jetzt wird es wahrscheinlich gehört. Und inzwischen steht es in der Zeitung, also das haben Leute übernommen. Und das freut mich eigentlich, da kann ich mich schon etwas liebisch freuen, dass es mir gelungen ist, da ein Wort zu lancieren. Also wäre mal eine Diskussion oder ein Thema wert, zu diskutieren über moralische Rechtfertigung rhetorischer Tricks und Kniffe. Genau, ja. Das ist natürlich eine Frage der Moral. Ist gar keine Frage, ist nur eine kurze Anmerkung. Auf dem letzten Fürbot-Wochenende ist die Idee aufgekommen, das Quick Freeze Plus mit Vorratsdatenspeicherung Light zu kontern. Also, weil nämlich Light-Produkte auch nie die Versprechen halten. Genau. Gute Idee. Mit dem Statement müssen wir leider Schluss machen. Vielen Dank, Maha, für den tollen Vortrag, für die sehr ausführlichen Antworten. Danke für die Diskussion.